Und damit seid gerüst, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und jeder dumm zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Jo, weiter geht's hier in der Spiegelhöhle. Genau hier, der nächste Trainer steht an. Wir werden schon von etwas her als mystische Gegenstände betrachtet. Deshalb habe ich ihre Kraft gebündelt und knalle sie dir jetzt vor den Herz. Jo, auf geht's in den ersten Kampf in diesem Part. Das Psycho-Korbea. Psycho-Korbea fordert dich raus und setzt ein Palim-Palim ein. Achso, ja, das hatten wir im letzten Part schon. Am Ende des letzten Parts hatten wir das schon herausgefordert. Ich erinnere mich. Okay, versuchen wir es mal mit Aqua-Knarre. Ich weiß echt nicht mehr, wie wir das im letzten Part nicht hingekriegt haben. Deshalb, ja, muss ich mal die Musik ein bisschen leiser stellen. Aber ja, wir versuchen es mal. Irgendwie kriegen wir das Palim-Palim und das nachfolgende Pokémon klein. Irgendwie wird es schon gehen. Auch wenn Erik gleich besiegt ist, wird das schon irgendwie gehen. Ja. Verzeiht es mich, heute ein bisschen seltsam klinge. Ich bin tatsächlich ein kleines klitzebisschen erkältet. Und nur ein kleines bisschen. Fast nicht merkbar. Aber es könnte sein, dass ich ein bisschen. Ja. Ein klein wenig seltsam klinge. Also mal so. Als kleine Vorwarnung. Aber ich denke, es wird gehen. Und es ist ja auch keine vollständige Erkältung. Es ist nur etwas im Anmarsch, was sich wahrscheinlich gleich wieder verzieht. Klingensturm, das klingt doch gut. Gegen Tackle, ja, warum nicht? So, 1, 2 und schwupp. Papageno hat Tackle vergessen und Papageno erlernt Klingelsturm. 27 für Balgoras, sehr nice. Golbit, achso, ja, Golbit war das nächste. Das Ding, oh ja, das ist auch ein zähes Ding. Dann würde ich mal versuchen, Ceramöbeln einzusetzen, in der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Na komm, was, keine Wirkung auf den Gegner? Das will ich ja nicht glauben. Na komm, den wirst du auch wohl deine stärkste Attacke einsetzen. Was? Keine Wirkung. Na dann hau halt ab. Lass Markus ran. Wir kriegen doch wohl diese Teamplan. Auch so einen kleinen Golbit. So ein kleines Kieselsteinchen. Kriegen wir doch wohl Platz gewälzt. Ein Psystrahl. Versuchen wir es mal damit. Na komm. Okay, ja, das ist sogar ganz in Ordnung. Akzeptabel. Psystrahl, na komm. Jau, besiegt, da haben wir es. Mit wenig Aufwand geschafft. Ein neues Level und Korbea, Psycho besiegt. Oh nein, die mystische Kräfte. Die Spiegel haben sie auf mich zurückgeworfen. Zwangfee gewinnt 2688 Pokémon-Dollar und gesiegt aus dem Kampf gegen Korbea hervor. Was ein ulkiger Name. Naja, und weiter geht's hier. Durch die Spiegelhöhle. In der Hoffnung, dass wir hier gegen das Castador fliehen können. Ja, kein Interesse. Muss ich nicht unbedingt fangen. Huha, ich war paralysiert, würde jetzt weiter rennen, aber das ging nicht. Wo ist meine Zuckerschnecke nur abgeblieben? Schluchz. Ich war paralysiert vor Angst, dass da ein Trainer ist. Da bin ich vor Schreck stehen geblieben. Jo, Zwergina
Na, du kriegst doch wohl Nidoranio. Nidorino. Platt. Zermürbend. Na komm, das wird doch die einfachste Übung sein. Kein Problem. Das kriegst du hin, Zwerginer. Na komm, zermürbend. Mach es platt. Ich sagte, mach es platt. Na komm. Attacke. Und noch einmal. Zack. So. Da haben wir das erledigt. Den Trainer besiegt. Das Pokémon besiegt. Ohne meine Zuckerschnecke geht alles schief. Schluchz. Ach, jetzt sei mal nicht so. Sei mal ein Mann hier. Mach nicht so weinerisch. Zwangfell gewinnt 1872 Pokémon und dann geht siegreich aus dem Kampf gegen irgendwen hervor. Ich konnte seinen Namen nicht lesen. Ah, okay, ja. Sein Schneckchen. Oder was sagt er? Schneckchen? Sagt er Schneckchen? Und mein Zuckerschnecke. Zuckerschnecke. Die Leute mit ihren Spitznamen. Hypertrank gefunden. Sehr nice. Da kommt gleich ein Trainer auf uns zu. Ein paar Trainer, ich glaube zwei sind's. Da können wir nicht dran vorbei. Wir müssen wir besiegen. Oh, Pinguin hat uns nicht fliegen lassen. Was? Nein! Zwergina wurde besiegt. Jetzt lass uns fliehen. Obwohl ein Pinguin zu fangen, das wäre nicht schlimm. Wäre nicht schlecht. Ja, hier kommen wir, glaube ich, schwer dran vorbei. Hier geht's auch nicht lang. Ja, wohl oder übel müssen wir jetzt hier dran vorbei. Ja, die sehen uns im Spiegel. Auch du sollst an unserem Glück teilhaben. Sieht so das große Glück aus. Findest du ja sehen wirklich glücklich aus. Tja, das müsst ihr euch für euch selbst beurteilen. Ronise und Vadrini werden von Shinji und Ari entsetzt. So ist laut. Oha. Meine beiden stärksten. So muss das sein. Klingenstrom kann gleich ausgetestet werden an Vadrini oder an beiden. Und du setzt Nitro-Ladung ein auf Ronwiesel. Na komm, Klingensturm, mal schauen, wie sieht das aus. Noch nicht sehr gut. Okay, das hat Ronwiesel nicht sehr viel gebracht. Also nicht sehr viel Schaden gebracht. Juwelenkraft, stimmt ja. Die Attacke können die. Was macht Papagino dort? Und warum setzt er nicht ein? Zielstrahl. Na komm, das Hornwiese kriegen wir klein. Das kriegen wir erledigt. Ungefähr hier ist Pokémon. Aber wir kriegen das hin. Ach, das war jetzt die Attacke, worauf du eine Runde lang gewartet hast. Lal, versprich mich heute auch. Fastle mich noch mehr als sonst. Ja, Verzeihung. Und die Attacke war ja wohl... Die war ja jämmerlich. Glut auf Vadrini. Na komm. Und Nitro-Ladung auf Ronise. Na komm. Hohenwiese heißt es. Ronise besiegt. Ja, nice. Da war es nur noch Vadrini. Die kriegen wir auch noch klein. Ja, ich Level 24. Schön für leer. Glut. Sehr nice. Hat Papageno auch noch was gemacht. Sehr gut. Auch er hat was zum Team mit dazu getragen. Markus erreicht Level 29. So. Du besiegst Shinji und Ami. Ich bin trotzdem wieder glücklich, da ich dich an meiner Seite habe. Ich bin ja auch glücklich, aber gegen einen Sieg hätte ich trotzdem nichts gehabt. Zwangfee gewinnt 3744 Pokémon Dollar und geht siegreich gegen dieses Paar, aus dem Kampf gegen dieses glückliche Paar hervor. Jo, und weiter geht's. Jetzt können wir mal endlich weiter. Ein nächster Trainer, der uns vielleicht vorbeilässt. Nein, lässt er wahrscheinlich nicht. Eisen gefunden. Jo. Kann mal sein, dass man ein bisschen Eisen in einer Höhle findet. Fast wie in Minecraft hier. Geht's hier schon raus?
Ja, tut es. Nice. Und wir sind in Niantara City angekommen. Na, wenn das nicht nice ist. Glatte, flache Steine reflektieren Licht gleichmäßig, sodass man Reflektionen auf ihnen sehen kann. Na, spitze. Niantara City, da wären wir. Na, supi. Wenn man morgens aufwacht, stehen die Haare in alle Richtungen ab, wie nach einem Stromschlag. Ob sich das mit der Mega-Entwicklung wohl ähnlich verhält? Kann sein. Erstmal ins Pokémon Center, hier mal mein Pokémon-Team heilen lassen. Und dann können wir mal uns in Niantara City umschauen. So sieht's aus. Wir machen heute noch eine kleine Erkundungstour von Niantara City. Sehr toll. So, haben wir hier glatten Bauarbeiter auf dem Wege stehen. Was ist mit dir? Ein guter Bekannter von dir, ein Wanderer mit einem Faible für Riesenfahrradfahren. Riesenradfahren, würde gerade sagen, Riesenfahrrad. Hat angeblich endlich die große Liebe gefunden. Aha. Bist du das? Tut mir wirklich leid, aber ich suche gerade etwas. Okay. Dann können wir wohl vorerst nicht lang. Und hier geht's zur nächsten Route. Okay, da wollen wir erstmal nicht lang. Hier ein Haus. Da sind ein paar Leute drin. Ein Professorassistent, wie es ausschaut. Na. Was sehe ich denn da? Ein Chaos-Küsten-Podex. Zeig mal, wie viele Pokémon du entdeckt hast. 42. Das ist ja wirklich ziemlich beeindruckend. Hier, eine kleine Überraschung für dich. Zangfi erhält Evolit. Evolit wurde in der Items-Tasche verstaut. So, ein Evolit ist schon toll. Er erhöht nämlich sowohl die Verteidigung als auch die Spezialverteidigung. Allerdings entfaltet sich die Wirkung nur bei Pokémon, die sich noch entwickeln können. Ganz schön eigen für einen Stein. Was? Joa, ist bestimmt eine feine Sache. Es soll ein Item geben, mit dem man die Fähigkeiten eines Pokémons ändern kann. Das habe ich zumindest gehört, aber wo kann man eins nur finden? Okay, vielleicht bei dem Typ da drüben, beim Professor. Beim Professorassistent, der hat uns doch sowas gegeben. Neulich hat ein Freund zu sich eingeladen, der vor kurzem Team Flair beigetreten ist. Er hat ausschließlich davon gesprochen, dass nur Team Flair eine strahlende Zukunft habe. Aha, alles klar. Alles klärchen, wunderbärchen. Und weiter geht's. Schauen wir mal, wer sich hier noch so rumtreibt in seinen Häusern. Wir brechen einem vor allen. Hey du, hast du zufällig gerade ein Pokémon vom Typ Flug oder Psycho dabei? Oh, du hast ja ein Dartigris dabei. Leih es mir doch bitte mal kurz, damit es mir dabei helfen kann, ein Item vom Kühlschrank zu holen. Okay. Besten Dank. Hier, das ist für dich. Sternstäube. Sternstäube wurde in der Itemstasche verstaut. Pokémon sind einfach Gold wert. Ja, das kann ich so bestätigen. Wärst du wohl so nett, mir zu zeigen, wie es mit dem Training deines Teams vorangeht? So, von Trainer zu Trainer. Von mir aus. Welche Pokémon willst du mir zeigen? Hui, dieses Rotena war auf Level 5. Als du es gefunden hast, aber inzwischen hat es Level 29 erreicht. Ein eher mittelmäßig trainiertes Pokémon. Naja, immer noch besser als völlig untrainiert. Auwei. Das war mein erstes Pokémon und mein bestes Pokémon, was ich gezeigt habe. Na hoppla. Wer nur fleißig sein, Frau Bühne nachreifert, entwickelt irgendwann seinen ganz eigenen Stil. Wer stark werden will, braucht also Vorbilder. Jo. So viel dazu und dazu so viel. Ursprünglich waren die Kämpfe ein Ritual, das die gegenseitige Akzeptanz zwischen Menschen und Pokémon stärkte. Ah, okay. Haben wir mit dir schon gesprochen? Ja, haben wir. Die Theorie mit der Mega-Entwicklung und den Stromschlägen und den Haaren. Jo. Na sowas. Sieh mal einen an. Dein Schlock scheint dich ja richtig gern zu haben. Das ist so rührend. Da habe ich doch glatt etwas für dich. Zwangfi erhält Sanftglocke. Sanftglocke wurde in der Itemstasche verstaut.
gibt die Sanftglocke eine Pokémon zu tragen und es wird noch zutraulicher werden. Na unbedingt. Dann musste ich gleich mal jemanden geben. Markus hat es bekommen, mein Starter-Pokémon. Mit dem Holo-Lock bin ich immer auf dem neuesten Stand. Okay, alles klar. Ein Pokémon-Kampf ist nur eine von vielen Methoden, sein Können unter Beweis zu stellen. Ich persönlich mampfe mit zum Beispiel lieber durchs Leben, als mich durchzukämpfen. Ja, jedem das seine. Soll jeder machen, wie er will. Jedes Pokémon ist etwas ganz Besonderes und besticht nicht zuletzt durch sein Wesen. Aha, kluge Sachen, die hier gesagt werden, mehr oder weniger. Jo, da wären wir im Zentrum von Yantara City und da kommen auch schon unsere Freunde. Hallo Zwergi, wie geht's deine Reise voran? Zwangfee, lass uns deine Einträge in unserem Kalos-Pokédex vergleichen und Art von Pokémon-Kampf. Was? Du hast also bereits 42 Pokémon gesehen. Da zieh ich wohl den kürzeren. Ich gratuliere dir, Zwangfee. Ich habe auch ein paar Pokémon gefunden, die anderen Super-Tänzer sind. Ja, fällt mir ein. Der Pokémon-Professor meint doch, wir sollten unbedingt Mr. Mega Hallo sagen. Wenn wir in Yantara City sind. Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Na, dann machen wir das doch. Wem sollten wir noch wieder gleich Hallo sagen? Na, Mr. Mega. Ja, stimmt. Genau, das hat sie gesagt. Prima, dann lass uns doch alle nach diesem Mr. Mega suchen. Aber wo finden wir denn den Mr. Mega wohl? Also, ich habe gehört, dass Mr. Mega im Turm der Erkenntnis sein soll. Weiter hinten am Stadtrand. Okay, na dann, weit hinter zum Stadtrand, wie es ausschaut. Oh, wen haben wir hier? Pokémon leben für den Kampf. Sieg und Niederlage sind also eine große Verantwortung für den Trainer. Na, alles klar. Wo muss das? Ach, ich würde mir so gerne alle Attacken ansehen, die von Pokémon eingesetzt werden können. Da wirst du eine Weile für brauchen. Hallöchen, wer bist du denn? Der Aufwand, die Liebe und das Herzblut, das man in seine Pokémon steckt, zahlen sich doppelt und dreifach aus. Na dann, lohnt es sich wohl, Liebe in seine Pokémon zu stecken. Das ewige Leben? Klar, klingt das erst einmal verlockend, doch irgendwann kommt einem das doch bestimmt auch zu den Ohren raus. No ja. Okay, was gibt es hier? Oh, der Wanderer ist aus dem Weg gegangen. Tut mir wirklich leid, aber ich suche gerade etwas. Ja, vorhin standest du im Weg und dann konnten wir hier nicht lang. Verstehe, weil sonst hier dem Gespräch mit unseren Freunden entkommen wären. Es gibt wirklich viele Items, mit denen man die Kräfte der Pokémon zur Geltung bringen kann. Ja. Oh, die Pokémon-Arena. Auch nicht schlecht. Für dich und deinen Schnuck ist kein Weg zu weit. Was? Ich persönlich bin mein ganzes Leben lang nie auf die Stadt heraus, aus dieser Stadt herausgekommen. Das ist traurig, wenn man nie aus seiner eigenen Stadt rauskommt. Der Arenaleiter Conny ist gerade für ihr Spezialtraining im Turm der Erkenntnis. Da wollen wir hin. Da werden wir sie wohl treffen. Jawollo. Und hier so. Lass uns eine deiner Tristobären gegen eine Jangobeere tauschen, ja? Von mir aus. Vielen Dank, du bist ein super Pokémon-Trainer. Du hast eine Tristobeere gegen eine Jangobeere getauscht. Ich wünschte, ich könnte Fliegen einsetzen, um schneller zum Bärenfeld zu gelangen. Ja, Bären. Pff, ja. Mag jemand mögen, aber ja, es ist... sind jetzt für mich nicht das Nützlichste in Pokémon-Spielen. Ja, kann man nichts liegen lassen. Freundschaft ist die stärkste Kraft von allen. Will man also die verborgenen Kräfte der Pokémon zum Vorschein bringen, wäre es das Beste, sich richtig gut mit ihnen anzufreunden. Ja. Da kann ich dir nur zustimmen. Okay, haben wir hier alle befragt, haben wir mit allen geredet. Dann mal voran. Zum nächsten, ja,
zum nächsten Episodenteil, zur nächsten Abenteuergeschichte. Ja, irgend sowas. Schau mal, Zwerg, ich will dir was zeigen. Ein Tanz? Ich rede von deinem Stein. Als ich vorhin einem herumreisenden Sammler seltener Steine mit neuen Tanz gezeigt habe, hat er mir den einfach so geschenkt. Was meinst du? Ist das vielleicht ein Megastein? Das wäre ja toll. So oder so, ich gebe ihn dir, Zwergi. Ich meine, du bist ein großartiger Trainer, Zwergi. Ich habe unseren Pokémon-Kampf auf Route 5 nämlich nicht vergessen. Oh nein. Zwergi erhält den kuriosen Stein. Kurioser Stein wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Ja. Ist das der Turm der Erkenntnis? Wahnsinn. Auch der Turm der Erkenntnis zu sein. Ich gehe Trovato Tomato holen. Geh schon mal vor. Mach ich. Das hatte ich eh vor. Ich spreche schon mal mit dem Typ hier. Ich will noch besser werden, als ich es jetzt bin. So viele, sowohl Menschen als auch Pokémon. Jo. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Tachchen, wie kann ich dir behilflich sein? Ich mach grad mal ein Foto, wo wir schon mal hier sind. Also gut, dann wollen wir mal was. Lass uns einen passenden Hintergrund finden und ein schönes Foto machen. Hier nur einen passenden Hintergrund finden. Ich weiß ja nicht. Was denn damit? In diesem Foto. Jo, das sieht doch gut aus. Gut, das ist was geworden. Möchtest du ein Trinkgeld geben? Ja, warum nicht? Geben wir mal ein bisschen Trinkgeld. Du bist das reinste Naturtalent, wirklich richtig fotogen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Damit haben wir die These widerlegt, die wir mal beim letzten Foto kurz aufgestellt haben, dass der anhand des Trinkgelds uns sagt, was wir sind. Dann sagt er mir das Gleiche. Turm der Erkenntnis, hier werden dir die Augen geöffnet. Na dann, lassen wir uns mal die Augen öffnen. Auf geht's in den Turm der Erkenntnis. Oh, hier sind noch Häuser. Tja, aber Häuser ohne Türen. Tja, da wohnt hoffentlich niemand drin, sonst kommt er nicht mehr raus. Jau, so sieht's aus. Turm der Erkenntnis. Oh, und dass man kein Lucario ist. Jo, Hallöchen, Padim, Padim. Rein. Huch, du musst Zwergenvieh sein. Professor Platan hat mir schon von dir erzählt. Nun, ich bin Mr. Mega, ein alter Bekannter des Professors. Tja, dass Mr. Mega nicht mein richtiger Name ist, wirst du wohl sicher schon gedacht haben, nicht wahr? Aber egal, komm mal bitte her, ja? Bist du allein unterwegs? Merkwürdig. Platan sagte, er habe 5 Kindern ein Pokédex gegeben. Wo sind die anderen 4? Oh! Mit wem redest du da, Zwergi? Man nennt mich Mr. Mega. Ich heiße Tyranno. Ich bin ein Freund von Zwergenfee. Und ich heiße Trovato. Es freut mich, euch kennenzulernen. Schüler von Professor Platan. Aber es fehlen noch immer 2. Wo die beiden wohl stecken? Die kommen bestimmt gleich durch die Tür. Huch! Hast du diese kuriosen Stellen da etwa gefunden? Nein, mein Freund gab ihn mir. Nicht so bescheiden, Zwergi. Gewisserweise hast du ihn ja auch gefunden. Was soll ich jetzt den Mann anlügen und sagen, ich war's? Das ist euer... Da fehlen mir auch die Worte. Euer Moralvorstellung. Wer den Stein gefunden hat, ist das endlich auch Nebensache. Was viel wichtiger ist, ist die Wahrheit zu sagen. Denn wenn jeder lügen würde, gäbe es für die Wahrheit keinen Platz mehr in unserer Welt. Ach ja, und bei diesem kuriosen Stein handelt es sich übrigens bloß um einen gewöhnlichen Stein. Das ist die nackte, ungeschränkte Wahrheit.
Oh, schade. Ich dachte mir schon. Was ist das denn für ein Lärm? Soll das heißen, dass wir nun vollständig sind? Das kann sein. Schön, dass du es bis nach Yantara City geschafft hast. Lucario scheint sich in seinem Pokéball sehr zu freuen, dich wiederzusehen. Nun lass uns mal nachschauen, was da so vor sich geht. Gut. Aha. Sieht so aus, als seien wir vollzählig. Zwei! Wie geht's denn deinem Team? Es ist schon eine Weile her, seit wir zuletzt alle an einem Fleck versammelt waren. Stimmt, das letzte Mal war so froh, deswegen. Mr. Vega, darf ich fragen, wer diese Mädchen ist? Das wohl. Das wollte ich schon die ganze Zeit wissen. Das ist meine Enkelin Conny. Sie ist Arenaleiterin von Yantara City. Jetzt, wo alle Pokémon alle von Professor Platons Schülern hier sind, kann ich endlich mit meinen Ausführungen zur Mega-Entwicklung beginnen. Ach, der fängt jetzt erst an. Na toll. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle wisst, wie eine gewöhnliche Entwicklung funktioniert. Klar ist mir das. Bei bestimmten Pokémon setzt die Entwicklung ein, wenn man sie durch Kämpfe trainiert. Andere entwickeln sich hingegen nur durch bestimmte Items. Dann gibt es noch solche Pokémon, die sich entwickeln, wenn sie zutraulicher geworden sind. Oh, und manche können sich nur an das ganz bestimmten Orten entwickeln. Genau. Achso, das ist sie. Genau. Die Entwicklung der Pokémon hat viele verschiedene Auslöser. Aber was, wenn sich ein bereits voll entwickeltes Pokémon erneut entwickelt? Das nennt man dann eine Mega-Entwicklung. Ihr habt richtig gehört. Bisher nahm man an, in einem Pokémon könne sich maximal 2 Attacken entwickeln. In 2 Formen, meinte er, oder? Doch die Mega-Entwicklung stellt alles, was bisher zu wissen glaubte, auf den Kopf. Sie verleiht den Pokémon zumindest zeitweise ungeahnte neue Kräfte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Glumanda entwickelt sich also zum Beispiel zu Glutexo und Glutexo wird schließlich zu Glurak. Kann sich Glurak dann der Mega-Entwicklung nochmal zu einem anderen Pokémon weiterentwickeln? Exakt, du hast dies erfasst. Aber nicht alle Pokémon sind zur Mega-Entwicklung fähig. Wie bereits erwähnt, ist die Mega-Entwicklung außerdem zeitlich begrenzt. Das heißt, nach einer Weile entwickelt sich das Pokémon wieder zu einem Glurak zurück. Ist das wahr? Ich dachte immer, eine Entwicklung sei etwas Endgültiges. Grundsätzlich ist das korrekt. Die Mega-Entwicklung ist jedoch eine Ausnahme. Es gibt aber noch viele andere Pokémon-Fragen zu diesem Thema, um ganz ehrlich zu sein. Mit Sicherheit können wir bisher nur Folgendes sagen. Um eine Mega-Entwicklung auszulösen, wird eine bestimmte Kombination an Items benötigt. Es muss außerdem ein unerschütterliches Vertrauensverhältnis zwischen den Pokémon und seinem Trainer bestehen. Ein unerschütterliches Vertrauensverhältnis? Mit anderen Worten, also eine Freundschaft. Kommen wir jetzt zu den benötigsten Hilfsmitteln. Bevor irgendwas passieren kann, muss das Pokémon einen Megastein erhalten und der Trainer mit einem Megaring ausgestattet sein. Letzterer ist mit einem mysteriösen Stein besetzt. Professor Platan vertraut euch und hat jedem von euch einen Pokédex zukommen lassen. Deshalb würde ich euch, ohne mit der Wimper zu zucken, die nötigen Hilfsmittel für die Mega-Entwicklung anvertrauen. Aber es gibt ein Aber. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich leider nur diesen einen Mega-Ring habe. Sie sind sehr teuer in der Herstellung. Das ist einer der Gründe, weshalb die Forschung zur Mega-Entwicklung so langsam voranschreitet. Ihr müsst also unter euch ausmachen, wer von euch in die Fußstapfen des Hydrus der Mega-Entwicklung treten soll. Kloppen, 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 kloppen. Nein, nicht. Einigen Sie sich friedlich. Ich gebe es ganz offen zu, Pokémon-Kämpfe sind nicht ganz meine Stärke. Deshalb wäre ich die Mega-Ring bei mir auch in den falschen Händen, denke ich. Mir geht's ähnlich. Obwohl der Mega-Ring sicher ein tolles Andenken wäre. Ich will mich in erster Linie darauf konzentrieren, den Pokédex zu vervollständigen. Die Mega-Entwicklung zu erforschen klingt verlockend, aber das würde
mich nur von meinem eigentlichen Ziel abbringen. Das heißt, es läuft entweder auf Zwergi oder Kalem hinaus. Klappen, klappen, klappen. Als Trainer macht euch beiden so schnell keiner was vor. Zwergi, lass uns die Sache doch in einem Kampf entscheiden. Klappen, yay. Genau darauf wollte ich hinaus. Das ist die Gelegenheit, um ein für alle Mal herauszufinden, wer der beste Trainer aus Eskizia ist. Kann ich vorher vielleicht nochmal zwischenspeichern? Jo, danke schön. Ich muss nämlich hier mal schnell speichern. Jo, und dann beende ich diesen Part an dieser Stelle. Der ist nämlich schon mega lang. Durch diesen Dialog wurde der ziemlich überzogen. Ich mach's schnell. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part auf meinem Kanal wieder. Oder im anderen Video auf meinem Kanal. Ja, habe ich alles gesagt. Däumchen, Abo, Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Habt einen angenehmen fürstlichen Tag, man sieht sich. Ich muss den Part beenden, er ist schon lang. Ciao, ciao. Spiegeln. Spiegel werde die... Was? Spiegel werde schon von... Ich kann heute nicht lesen.